So, liebe Freunde, willkommen zurück zum Pokémon Trading Card Game Live. Ich bin wieder in der Hoplo-Liga für den Moment. Ich sag extra für den Moment, weil wer weiß wie lange. Ich wünsche euch allen einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich hoffe, ihr habt Weihnachten schön verwunden. Ich habe gerade ein paar Internetprobleme, weil ich leider in einem Funkloch sitze. Ich würde mir ja hier, ich bin noch in meinem Elternhaus, einen Repeater kaufen, aber ich muss jetzt erstmal mein Auto bezahlen. Das ist schon wieder, hat schon wieder einen Schaden. Also zum einen verliert es noch Öl. Das wird aber wahrscheinlich relativ günstig werden. Zum anderen ist was an der Elektrik. Es wird vermutlich relativ teuer werden. Müssen wir mal schauen. So. Giftstachel. Also wir haben einen Gastella mit Giftstachel. Kennen wir. Ein Walmer mit großer Schluck. Hast du heile bei diesem aktiven... bei diesem Pokémon genauso viel Schaden. Oh Gott, ich gerne. Ich bin noch ein bisschen müde. Heile bei diesem Pokémon genauso viel Schaden, wie du dem aktiven Pokémon des Gegners zugefügt hast. Und Wellenplatscher. Ergreifendes Aroma kennen wir. Gardevoir mit Finesse. Du musst eine Karte aus deiner Hand auf deinen Ablagestapel legen, um diese Fähigkeit zu einzusetzen. Einmal während deines Zuges kannst du zwei Karten ziehen. Dann magischer Schuss. Und ein Ho-Oh-V mit wiederbelebende Flamme. Einmal während deines Zuges, wenn dieses Pokémon in deinem Ablagestapel ist, kannst du es auf deine Bank legen. Wenn du das machst, lege bis zu 4 Basisenergiekarten aus deinem Ablagestapel an dieses Pokémon an. Wenn du diese Fähigkeit einsetzt, endet dein Zug. Ist eigentlich ganz cool, aber durch das Wieder... also, das kann dann halt das Regenbogenfeuer einsetzen. Diese Attacke fügt für jede an dieses Pokémon angelegte Basisenergie... an dieses Pokémon angelegten Basisenergie-Typ 30 Schadenspunkte mehr zu. Heißt, wenn man Pflanzenenergie, Psychoenergie, Kampfenergie und Wasserenergie hätte, die man dann anlegen kann, wären das halt 220 Schaden. Aber es kostet einen halt einen Zug. Das ist böse. Dann haben wir hier einen Skorkler mit Kneiferwirbel. Wir für Münzen diese Attacke fügt 10 Schadenspunkte pro Kopf zu. Hisui Vulcano kann Gegner verbrennen, allerdings und kostet keine Energie, aber ansonsten ist es nicht so cool. Hinatsu. Durchsucht deinen Gegner bis zu 3 Entwicklungs-Pokémon, die kein Regelfeld haben. Zeige sie deinem Gegner, nimm sie auf die Hand, mische anschließend dein Deck. Oh. Ja. Ist gar nicht so schlecht. Ein X-Part V. Das kennen wir auch, aber das da finde ich sieht cool aus. Sieht cooler aus als unsere anderen X-Part V. Gefällt mir. Und ein Aerodactyl Vista. Sturzflug ins Nirgendwo. Lege die obersten 3 Karten des Decks ins Nirgendwo. Und Urzeitstern. Bis dieses Pokémon das Spiel verlässt, erhält es eine Fähigkeit mit dem Effekt, die V-Pokémon deines Gegners im Spiel außer... warte mal. Die Vista deines Gegners im Spiel außer Aerodactyl Vista haben keine Fähigkeiten. Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ist jetzt nicht so cool, aber ist okay. War in Ordnung. Ihr seht, ich habe wieder ein bisschen wenig Punkte. Das liegt daran, dass ich immer wieder an den Decks rumgebastelt habe. Und wir haben jetzt nicht nur die Fuchsparade, sondern die Fuchsparade Endlevel. Und was das genau ist, das zeige ich euch jetzt. Das zeige ich euch jetzt. Ich darf auch berichten, der Jahresrückblick geht gut voran, wenn ihr in das Dokument guckt. Ich habe schon das eine oder andere jetzt fertig geschnitten. Ja, das wird mich die nächsten paar Tage beschäftigen. Es nervt mich, dass ich wahrscheinlich dann die nächsten paar Tage nochmal mein Auto in die Werkstatt bringen muss. Kostet ja auch wieder Zeit. Muss ich mal gucken, vielleicht ist einer meiner Nachbarn da, der mich dann zumindest abholen kann. Das wäre ganz cool. Das ist natürlich jetzt richtig doof als Start. Aber vielleicht ziehen wir ja gleich noch ein Basis-Pokémon. Ein anständiges. Na, 2 Karten nachziehen ist ja schon mal nicht schlecht. Finde ich persönlich.
Oh, das finde ich auch gut. Dann benutzen wir mal den Hyperball. Ich schmeiße tatsächlich die Mary weg. Weil von den Karten, die wir derzeit. Obwohl, ich hätte den Entwicklungsrauch wegschmeißen können. Wäre cleverer gewesen. Naja, egal. So, das können wir dann zurückziehen. Ja, das Deck hier spielt nämlich auch mit dem Phoenixes, dass die Flammenparade mit viel weniger Energie einsetzen kann, aber auch die zermalmende Energie also mehr Schaden macht, wenn der Gegner viel Energie hat. Also jetzt würden wir 50 Schaden mit zermalmender Energie machen und noch gar keinen Schaden mit Serena. Bedeutet natürlich, die Energie ist derzeit gar nicht mal so schlecht. So. Machen wir das. Machen wir das. Problem ist, ich kann derzeit nur die Fuchsparade einsetzen. Weil für alles andere fehlt uns leider eine Energie. Dementsprechend würde ich das jetzt die Runde sogar nochmal lassen. In der Hoffnung, dass es besser wird. Man kann es nur hoffen. Also ich kann sagen, ich habe Weihnachten ganz gut überstanden. Familientage, habe ich ja schon mal gesagt, sind für mich immer ein bisschen anstrengend, aber es ging. Es war okay. Meine Nichte hat sich gefreut, dass er einen Deckel gekriegt hat. Meine Schwester hat gemeint, sie weiß noch nicht, wie man es spielt, dann muss es lernen. Kann sie ja. Hier auf dem Kanal sieht man ja sehr, sehr eindeutig, wie es funktioniert. Ja, derzeit mache ich 150 Schaden. Darf man nicht vergessen. Das gefällt mir jetzt weniger, dass er den Friedhof spielt. Jetzt mache ich 200 Schaden. Ich bin am Überlegen, ob ich überhaupt austauschen möchte. Weil eigentlich will ich das noch nicht. Wenn ich jetzt austausche, der haut mich dann bloß. Und ich werde so ungern gehauen. Da ist auf jeden Fall eine Serena, das finde ich schon mal gut. Wie viel Schaden macht er denn? 10 pro jede an deiner 30 Schaden für jede angelegte Energie. Das wären jetzt 4. Wären 120, das wird noch gehen, aber wenn er noch eine anlegt, ist zu viel. Dementsprechend möchte ich noch eine Runde warten, bevor ich zuhau. Weil theoretisch, der holt sich halt viel Energie. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, weil Phoenixes mit der zermalmenden Energie einfach so extrem viel Schaden anrichtet. Also jetzt sind es 250 Schaden, das ist mehr, als ich mit Serena hinkriege. Egal, was passiert. Von daher kann ich da richtig punkten. Jetzt sind es 300 Schaden. Ah, aber mehr werden es nicht mehr. Schade. Dann muss unser Phynx dann den Rest machen. Schade, 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 aber so ist es halt. Da geht ja auch. So. Serena gerade mal weglegen. Bin jetzt gerade mal überlegen, ob ich austausche. Weil auf Dauer bin ich wahrscheinlich mit dem Phoenixes ein bisschen besser bedient. Natürlich habe ich jetzt den Wahlgürtel gezogen. Dann sage ich mal, Energie ist egal, ich tausche wieder zurück. Weil jetzt sollte es eigentlich, wenn ich mich nicht verrechnet habe, reichen. Ja. Und das ist, glaube ich, sogar ein V-Max, ne? Kein V-Star. Es gibt drei Preiskarten.
Oh, und da sind ganz viele Phoenixes und eine Doppelenergie. Sehr schön. Das wird wehtun. Was machst du, Mondchinese? Ja, 90 Schaden ist in Ordnung. 90 Schaden ist voll in Ordnung. Wir machen mehr. Wir machen deutlich mehr. Okay. Was, es darf Energie anlegen und ziehen? Okay. Was will der denn jetzt mit den ganzen... Die ganzen Sonnenfell? Die können doch nur an Runastein anlegen, ne? Ach so, damit das Vieh jetzt mit möglichst viel Schaden zuhaut. Ja. Okay. Verstehe. Der will, dass er mein Phoenix ist sofort erledigt. Ohne Wenn und Aber. Gut, kann ich nachvollziehen. Würde ich auch wollen an seiner Stelle. Ganz ehrlich, ich schmeiß das Rutena jetzt erstmal weg. Hol uns das hier. Das können wir nämlich nächste Runde entwickeln. Machen wir einen Notbehelf. Schmeiß den Entwicklungsrauch weg. Da ist eine Sirena. Sehr schön. Die aktiviere ich. Nee, das ist in Ordnung mit dem Lunastein. Ich muss mindestens eine wegwerfen, ne? Ja, dann schmeiße ich die Angel weg. So weh es mir auch tut, ich schmeiße weg. Oh, ich hätte doch austauschen sollen. Ich hätte ja das Vieh einfach mit den 7 Energie pulverisieren können. War natürlich dumm. Ja. 400 Schaden. Ich hätte das Rappenreiter-Ding einfach wirklich zerstören können, wenn ich dran gedacht hätte. Damage, da wäre vorbei gewesen. Ja, es war blöd. Da habe ich nicht dran gedacht. Das war echt blöd von mir. Aber wenn er jetzt wieder schön viel Energie anlegt, dann holen wir das gleich nach. Ist natürlich auch ein Gegner, der schön für uns ist, weil er halt so viel Energie anlegt. Das ist ja für uns quasi der ideale Gegner. Wenn er jetzt nicht austauscht, versteht sich. Nee, macht er nicht. Okay. Dann hat er uns jetzt quasi die Tür geöffnet, dass wir ihn doch noch besiegen können. Finde ich nett von ihm. Finde ich sehr nett. ...380, das reicht. Sehr lieb. Ich meine, wir hätten gewinnen können, wenn wir nicht doof wären, aber... ...ich finde das Deck jetzt cooler. Also, in seiner neuen Form. Aus dem ganz einfachen Grund, dass es jetzt diese zweite Möglichkeit gibt. Weil wenn ihr guckt, das mit Sirena, das hätte bei weitem nicht gereicht, dass wir da irgendeinen Sieg davon tragen. Aber jetzt in der neuen Form ist das deutlich besser. Die neue Form haut richtig rein.
Gefällt mir. Gefällt mir sehr. Gefällt mir wirklich gut. Freut ihr euch denn schon auf meinen Jahresrückblick? 31.20 Uhr habe ich angepeilt. Und ich habe was überlegt. Weil ich nicht weiß, ich muss das mal mit Dykeslice abklären. Was wir dieses Jahr an Silvester machen. Weil normalerweise wäre ja eigentlich Treffen mit Dykeslice angesagt. Und normalerweise machen wir da ein bisschen Fun and Games. Und Co. Und da ich nicht weiß, wie das aussieht, weil ich halt auch nicht zu ihm rüberfahren kann, wahrscheinlich, weil ich davon ausgehen kann, dass mein Auto zu der Zeit in der Werkstatt ist, ist das alles dieses Jahr ein bisschen doof. Und da hatte ich überlegt, und da müsstet ihr mir beipflichten, hättet ihr Bock, dass wir einfach an Silvester einen Stream machen? Irgendwie von 18 bis, weiß ich nicht, bis 0 Uhr oder so. Dass wir da irgendwie 6 Stunden Stream machen. Oder sagt ihr, nee, mach mal nicht. Da guckt dir eh keine Sau zu. Feier Silvester im Notfall für dich. Mach einen Serienmarathon. Lad dir irgendwen ein. Hab Spaß. Ich meine, ich hab Spaß mit euch. Ja, ich hab's bloß mal überlegt. Ich weiß auch noch gar nicht, ob es klappt, wie gesagt. Hängt ein bisschen auch von meinen Kollegen ab und auch wie es mit dem Jahresrückblick ist, wenn ich den natürlich erst 20 Uhr fertig kriege, ist natürlich doof. Und das ist halt auch das Problem. Ich werde an Silvester tatsächlich die ganze Zeit hier den Jahresrückblick noch machen müssen. Also nach meinem jetzigen Plan sieht es schlecht aus, dass ich das früher fertig kriege. Ich hätte es gerne früher fertig, aber es sieht nicht gut damit aus. Unser Gegner fängt langsam an. Ich hoffe, er bleibt auch langsam, weil ich halt nicht gut gezogen habe und das ist, ich hätte die Mary nicht wegschmeißen sollen. Es war ein Fehler. Mal gucken, wie viel Zeit dann auch mit dem Dings verloren geht. Mit dem Auto und mal gucken, wie viel Zeit morgen verloren geht, weil da wollte mein Bruder eventuell noch vorbeikommen. Dafür habe ich ja Mittwoch nur einen Nachhilfeschüler. Donnerstag habe ich nur ein kurzes Meeting mit meinen Teamkollegen und am Freitag habe ich nochmal, glaube ich, einen Nachhilfeschüler kurz. Also da habe ich wahrscheinlich so um die 9 Stunden Zeit zu schneiden, immer pro Tag. Und das ist eine ganze Menge. Und ich sage mal, 9 Stunden schneiden. Danach bin ich zwar brei, aber danach sollte der Jahresrückblick eigentlich auch langsam fertig werden. Nach meinem jetzigen Plan. Also ich kann euch mal sagen, wie mein Plan derzeit aussieht. Damit ihr da auch Bescheid wisst. Mein Plan sieht derzeit so aus, dass ich dieses Jahr tatsächlich ein bisschen früher fertig bin. Da großen Dank an Nightraid, die mir so, 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 so viele Projekte abgenommen hat und da wirklich ausführliche Listen erstellt hat. Weiß nicht, ob ich die Zeit habe, alle Punkte durchzugucken, aber es ist schon mal sehr erleichternd, weil es immer noch schneller geht, als die ganzen Videos durchzuschauen. Also wieder so ein Deck. Kann gut sein, wenn ich das Phoenixes rauskriege. Weil da machen wir natürlich dann den Riesenschaden mit den Energien. Aber ja, muss ich mal schauen. Derzeit sieht es ja eigentlich alles ganz erträglich aus, zeitlich bei mir. Ich werde ein bisschen hin und her tauschen, einfach damit ich Karten ziehen kann.
Ja, das ist gut. Ja, Karten ziehen ist jetzt gerade ein Muss, weil wir haben zu wenig. Und solange wir noch keinen Fünx haben. Ah, damit kann ich uns einen Fünx besorgen, das ist gut. Das kriege ich kaputt. Jetzt die Runde wahrscheinlich noch nicht. Wegen den 60 Schaden, die wir maximal machen, wenn er jetzt noch eine Energie anlegt. Sind es zugegebenermaßen ein bisschen mehr. Aber es wird. Oh, er will viel mehr Energie anlegen. Das kann für uns gut sein. Wie viel Spezialenergie hat er denn im Friedhof? Nur eine. Das reicht noch nicht. Damit kriege ich ihn mit Phoenixes nicht tot. Drei Energien, das sind 150, sind 180 Schaden. Reicht nicht. Da müsste ich jetzt zwei Serenas weglegen. Habe jetzt gar nicht geguckt, was war das denn eigentlich für eine Schatzenergie? Aber wenn das Vieh besiegt wird, kriegt der Karten. Will ich auf Phoenixes entwickeln? Eigentlich ja. Eigentlich will ich das. Und eigentlich bin ich aber überlegen, die Forschung des Professors wegzuwerfen. Aber mache ich nicht. So. Dann holen wir uns Fünx. Spielen Fünx und legen da mal das Ding an. Ja, 150 Schaden ist halt so gut wie nichts. Ich habe jetzt den Walgürtel weggeworfen, aber musste, musste. Für das größere Wohl. Ja, jetzt wird er richtig viel Energie anlegen können. Weil jetzt holt er sich natürlich hier ja. Sind wir mal gespannt. Aber derzeit, nee, was ich euch eigentlich sagen wollte, derzeit ist so mein Plan, jeden Tag ein Projekt, was ich gucke, machen und zwei Projekte, die ich nicht gucke. Und dann an Silvester nur noch Audio aufsprechen. Wenn es klappt. Das wäre schön, wenn das funktioniert. Ich nehme mal stark an, dass es nicht ganz so klappen wird, dass ich an Silvester trotzdem ein bisschen was zu tun habe. Sind wir mal sehr gespannt. Ich muss ja auch noch ein bisschen was aufnehmen. Das kommt ja auch noch hinzu. Bin ich gerade am Überlegen, ob ich drauf hoffe, einen Sonderbonbon zu ziehen. Aber theoretisch, wenn ich eine Sirena kaputt kriege, ist das ja auch gut. Ja, und wir haben eine gezogen. Also besser kann es ja eigentlich gar nicht mehr werden. Das reicht ja, um das Hytera zu besiegen. Und da ist unser Sonderbonbon. Problem ist, wir bräuchten noch ein Phoenixis. Vielleicht ziehen wir ja gleich eins. Dürfen jetzt zwei Preiskarten nehmen. Das ist quasi ein Phoenixes. Und mit der Zwillingsenergie auf unserer Hand hauen wir gleich mal richtig rein. Weil der wird sich's nicht nehmen lassen, Energie anzulegen. Garantiert nicht. Würde ich an seiner Stelle auch nicht. Er kann ja nicht ahnen, dass wir gleich hier Phoenixes rufen und dann mit einem riesen Feuerball, Junge, ihn einfach zerfetzen. Wenn er ein Pokémon spielt, macht er. Soll gleich noch was zu trinken holen. Ich habe nichts mehr hier.
Aber schreibt mir doch mal, wie habt ihr Weihnachten so verbunden? War schön oder war nicht so schön? Ich hoffe, es war schön. Wäre schade, wenn es das nicht wäre. Habt ihr denn was Schönes zu Weihnachten gekriegt? Bei mir, wie immer, leider wenig Überraschung. Aber ich habe ein neues, cooles T-Shirt bekommen. Ich habe auch von Nightray ein unheimlich tolles T-Shirt bekommen. Das habe ich gestern angehabt. Ich fand das super. Also, steht Tech-Support drauf und ist so ein... Ich glaube, es ist ein Wolf mit einer Mausschnur um die Schnauze. Finde ich toll. Finde ich super hübsch. Also, das finde ich tatsächlich toll. Das kommt mit in meine Lieblings-T-Shirts. Ich habe sowieso noch ein T-Shirt von ihr, was... Also, nicht von ihr, sondern von ihr geschenkt bekommen. Was ich auch immer trage von einem Webcomic. Und von meiner Mutter habe ich auch ein T-Shirt bekommen. Das habe ich mir aber noch gar nicht so super genau angeguckt. Muss ich mir auch nochmal anschauen. Es ist auch irgendein lustiges T-Shirt. Schickt mir meine Mutter auch jedes Jahr. Ich habe so viele T-Shirts, ich muss mal aussortieren. Ich habe eine ganze Menge, die mir nicht mehr passen. Werden alle aussortiert, dann kommen nur noch die hübschen T-Shirts. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, erst X-Bart, dann kann ich drei Karten ziehen und dann kann ich nochmal wegmachen. Wir müssen jetzt an das Sonderbonbon kommen. Irgendwie. Das sind so viele Karten, die wir diese Runde auf der Hand haben. Vielleicht ziehen wir es hier jetzt, wenn wir die zermalmende Energie machen. Ich meine, da dürfen wir ja nochmal zwei Preiskarten nehmen. Das ist leider kein Sonderbonbon. Schade. Da müssen wir gleich mal schauen. Obwohl, er hat noch so viele Preiskarten, da kann ich ihm auch... Kann ich uns auch eine Runde einfach mal mit Chillerbell raushauen? Obwohl ich gerade am Überlegen bin. Wenn er das Vieh nicht entwickelt, ne? Es hat nur 220 Leben. Das ist nicht viel. Das ist gar nicht viel. Das ist so überhaupt gar nicht viel. Weil 220... Wie viele Serenas haben wir im Ablagestapel? Zwei. Wir bräuchten alle Serenas, ne? Dann könnten wir das Vieh kaputt machen. Was bist du? Damit kann man Ausrüstungskarten von seinen Pokémon wieder auf die Hand nehmen. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Ja, jetzt ist nicht mehr okay. Jetzt brauche ich das Sonderbonbon. Und er tauscht aus, weil das Lugia V-Max mehr aushält. Das sind 6 Karten. 6 mal 500 sind 300 Schaden. Das reicht. 6 mal 50 Schaden. Ja, da ist noch ein Phoenixis. Ein Phoenixis kann ich gerade nicht gebrauchen, leider. Machen wir einen Notbehelf. Da ist zumindest eine Zwillingsenergie. Das ist schon mal nicht schlecht. Ah, die habe ich ans Falsche angelegt. Naja, ist eigentlich egal.
Weil er kann uns diese Runde definitiv nicht besiegen. Das ist halt die Sache. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch eine Runde. Ja, ist klar, dass er sich das Rotena nimmt. Auf der anderen Seite 240 Schaden und das Vieh ist hin. Auch nur 240 Schaden. Irgendwie. Egal wie. Egal ob mit Rutena oder mit Phoenixes. Und wir haben noch ein Sonderbonbon. Eins habe ich, glaube ich, verbraucht. Aber eins sollten wir. Ja, eins haben wir noch. Wenn es nicht in den Preiskarten liegt, das weiß man ja nicht. Steckt man nicht drin. Gut, wir haben gewonnen. $350 inzwischen sogar. Wir haben aber auch nur noch eine Preiskarte. Also ein Befehl vom Boss hätte es auch getan. So. Damit ist der Sieg unser. Also ich muss sagen, ich finde das Deck gar nicht so schlecht. Was sagt ihr dazu? Sagt ihr, ist ein cooles Deck oder sagt ihr eher nicht so? Also ich finde, die Erweiterung jetzt mit dem Phoenixes hat dem Deck einfach so einen Boost gegeben. Es ist jetzt einfach so viel besser geworden. Es macht so viel Schaden jetzt einfach. Man hat es ja gerade gesehen. Den 300 Schaden. Man sieht schon unser Profillevel gar nicht mehr. Ist auch schön. Ah, jetzt sieht man es. Hab bloß einen Moment gebraucht. Also doch, gefällt mir. Finde ich gut. Finde ich super. Ihr lasst mir jetzt ein nettes Kommentar da. Einen Daumen nach oben. Würde ich mich unheimlich drüber freuen. Und wir sehen uns, wenn es denn dann weitergeht. Mit dem Pokémon Trading Card Game live. Bis dann. Euer Wolf.